Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute arbeiten wir an der Erschöpfung, an der energetischen Erschöpfung, die sich natürlich dann auch ins Körperliche übertragen kann. Und wir werden heute eine sehr, ich nenne es mal pfiffige Meditation machen, eine sehr leichte Meditation, wo ich dich auch einlade, dass wir einfach diese Heilungsenergie, diese Selbstheilungskräfte in Bilder verpacken, die Freude erzeugen und uns so noch einmal öffnen und so aus dem Erschöpften bringen. Denn oft einmal ist Erschöpfung mal so eine, ist das eher so eine Blockade, wo das Energiefeld eher zu ist. Das heißt, es macht nicht auf und sobald Freude kommt, sobald da was sich öffnet, fließt meistens auch Erschöpfung raus. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich lade dich einfach mal dazu ein. Die Bilder, die wir heute erzeugen werden, sind Heilungsenergien. Ja, auch wenn das ein bisschen vielleicht lustig klingt und auch wenn dir mal ein Lächeln auskommt, erlaub dir einfach mal, das zuzulassen. So, und jetzt schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du erlaubst dir jetzt mal tiefer und tiefer in Meditation, in Entspannung zu gehen. Und um dich zu entspannen, stell dir jetzt einfach mal eine Badewanne vor. Und nicht keine kleine Badewanne, eine riesige runde Badewanne, wo du dich wirklich ausbreiten kannst, wo dein Körper wie schwerelos im Wasser ist und dein Nacken angenehm abgestützt ist und die Temperatur des Wassers ist genau angenehm und es ist auch das Licht, ein gedämpftes Licht. Vielleicht möchtest du Kerzenlicht. Vielleicht hast du das Gefühl, irgendwo so eine Steinlampe stehen zu haben, die ein warmes Licht gibt. Es ist so eine tiefe Ruhe, eine tiefe Entspannung. Und diese Energie, diese Ruheenergie, diese entspannende Energie öffnet nun mal dein Herzzentrum, wo jegliche Alltagssorgen einfach mal dich verlassen. Und neben den Alltagssorgen deines Herzens verlassen dich jetzt auch Alltagsgedanken. Also Herz und Kopf werden freier. Und du bist in dieser wundervollen Badewanne. Ein angenehmes Licht umgibt dich. Und du spürst, dass du zur Ruhe kommen kannst. Und während du das Gefühl hast, in diesem Wasser zu fließen, einzutauchen, spürst du nun, dass im Wasser sich etwas bewegt, ein leichter Widerstand im Wasser ist. Mehrere Widerstände, kleine Berührungspunkte, nicht unangenehm, aber dich berührt etwas rundherum. Und du öffnest deine Augen und bist umgeben von lauter Badeenten, Quietscheentchen. Unzählige Quietscheentchen in allen Formen und Farben, ganz kleine, größere Enten und alle mit einem ganz freundlichen Gesicht. Und du bist wirklich umgeben von diesen Enten in allen Formen und Farben. Und das sind aber ganz besondere Entchen,
denn die enthalten Heilungsenergie und die enthalten Lebensenergie und die enthalten die Frequenzen, die du benötigst, um dich zu erholen, um aus deiner Erschöpfung zu kommen. Und du bist umgeben von diesen Entchen und du kannst mit denen spielen, wenn du möchtest, die einfach hin und her schicken in der Badewanne, wie du möchtest. Schaust ihnen beim Schwimmen zu. Und je mehr du diesen Entchen zuschaust und die hin und her schickst in der Badewanne, spürst du, dass sich Druck bei dir löst. Dass sich Anspannung bei dir löst. Dass du leichter wirst. Und diese Energie, diese Leichtigkeit, die dich da so öffnet, die lässt du jetzt ganz bewusst in dich einfließen. Und du spürst, dass diese Entenenergie mit einem leichten Quack, Quack, Quack wie Sprudelbläschen in dich einfließen. Quack, 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 quack. Und dieses Quack, diesem Quack geht die Energie in dich rein. Quack, 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 quack. Wie Sprudel, wie Kohlensäure. In deinen Rücken, in dein Becken, in deine Füße. Und jedes Quack macht dein Energiefeld heller, hält es auf. Quack, 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 macht es leichter. Bis du wirklich dieses Geschnatter der Enten spürst, wie Kohlensäure das Badewasser um dich herum blubbert und du spürst eine tiefe Transformation. Anstrengung, Schwere fällt von dir ab. Und du erlaubst dir jetzt Frieden, Würde, Klarheit, Freude. Und erlaube dir das jetzt mal. Und erlaube dir mal, diesen Frieden zu spüren. Aber das ist ein Frieden, der aus Lebendigkeit entsteht. Aus unzähligen, schnatternden Badeentchen. Und in dieser Energie, in dieser Inspiration, in diesem Gesprudel öffnet sich wirklich so dein Wurzelchakra mal und auch dein Nabelchakra. Du spürst, dass du dich dieser Energie absolut hingeben kannst und dich fallen lassen kannst und dass jegliche Verspannungen, Schmerzen, Anspannungen, Müdigkeit, Erschöpftheit aus deinem System abfließt. Jedes Quack reinigt dein Wurzelchakra, Nabelchakra, deinen Beckenbereich immer mehr und mehr. Alte Verklebungen, alte Verkrustungen, alte Erlebnisse lösen sich mit einem einfachen Quack auf. Und es kommen genau die Entchen zu dir, die du benötigst, in allen Frequenzen, die du benötigst. Rosarot, hellgrün, blau, was auch immer dir einfällt. Dunkleres Rosa, ein helleres Rosa.
All diese Quack, 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 Quack Energien kommen zu dir. Und du spürst Identität, Stabilität, Würde und Klarheit. Identität, Stabilität, Würde und Klarheit, die jenseits von Alltagsgedanken, Alltagssorgen ist. Und du spürst, dass alles nur ein riesiges, lebendiges Fließen ist. Und dass du in diesen Lebensfluss eintauchst. Und dass du jetzt auch jede Zelle deines Körpers dazu einlädst, diesen Lebensfluss aufzusaugen, sodass du absolut heil wirst. Heil in Körper, in Geist, in Seele. Und du spürst, dass all diese Entchen da jetzt in dich noch mehr einfließen, dich inspirieren, dich entspannen. Ob das auf der körperlichen Ebene die Muskulatur ist, die Bandscheiben, ob es Organe sind, von den Geschlechtsorganen, Urogenitalsystem, bis rauf wirklich zur Verdauung, Herz. All das wird nun inspiriert und der Erschöpfung aus jedem Körperteil entfernt. Und du spürst diesen Frieden und diese Inspiration. Und nachdem so viele Quietscheentchen da jetzt in dich einfließen, spürst du selber einen Fluss, auf dem du treiben kannst und schwimmen kannst. Aber du spürst auch deine Flügel, die du ausbreiten kannst, sodass du über allen Dingen schwebst. Und erlaube dir jetzt mal diese Erhabenheit zu spüren, nämlich die Erhabenheit, über allen Dingen zu stehen, über Ärger mit Beziehungen, über Ärger mit Arbeitskollegen, familiären Verstrickungen. Du kannst dich aus allem befreien, jegliche Erschöpfung, Erschöpftheit löst sich raus. Und du spürst, du bist lebendig und alles, was nicht zu dir gehört, verlässt dich. Jeglicher Schmerz, jegliche Anspannung, jegliche Schwere. Und du kannst jetzt wahrnehmen, dass sich dieser ganze Bereich, diese Badewanne voller Entchen, dass du das integrierst, dass dein ganzer Körper voll mit diesen Quietscheentchen ist, mit diesen unterschiedlichen Quack-Lauten. Und dass jedes Mal, wenn du dich bewegst, kannst du dir vorstellen, du drückst so eine Ente wie Quack, 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 Quack. Und du streckst dich mal durch und hör mal dieses Gequake. Und jedes Mal quaken wird Heilungsenergie freigesetzt. Und du kommst aus der Erschöpfung raus. Und je mehr du dich rührst, je mehr du deinen Körper streckst und bewegst, je mehr Quacks kommen, umso mehr Lebensenergie, Leichtigkeit, Freude produzierst du. Und du spürst jetzt, dass das Leben nicht da ist, dich zu verausgaben, dich zu konsumieren oder dass du dich am Leben verausgabst, sondern dass das Leben Fülle ist und dass du Teil dieser Erfüllung bist. Genieße jetzt dieses Bild noch einmal, mach es dir noch einmal bewusst. Atme noch mal tief ein
Und wieder aus. Und spür, wie du belebt bist, wie jeglicher Druck deinen Körper verlassen hat, wie du geöffnet bist der göttlichen Energie. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Bedank dich bei den Quietscheentchen, bei der göttlichen Energie, bei deiner Badewanne. Streck dich durch, bewege deinen Körper. Gerne noch einmal mit Quack, Quack, Quack. Und dann komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Nimm dir diese ganze positive Energie mit in die Gegenwart und komm jetzt belebt, inspiriert und frisch in deine Gegenwart zurück. Fühl nochmal nach, beweg dich nochmal. Dann öffne deine Augen, atme nochmal tief ein und wieder aus. Bedank dich nochmal bei der geistigen Welt, diesmal in Form von Quietschhändchen. Und erlaube dir jetzt, nochmal nachzufühlen, das Prickeln zu spüren. Vielleicht kannst du nochmal über das Bild ein bisschen lächeln, dich freuen. Und dann komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Atme nochmal tief ein und aus und streck dich durch und öffne deine Augen. Wie ist es dir gegangen? Ich freue mich natürlich auf deine Kommentare. Bitte schreib es mir rein. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Und du siehst, man kann eigentlich mit jedem Bild energetisch arbeiten. Das ist ja das Schöne, ja? Dass du jedes Bild nehmen kannst. Und Hauptsache, du weißt, wo du hin willst mit den Bildern. Also, wie ist es dir gegangen? Schreib es mir gerne rein. Lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal aus dem wunderschönen Lenz. Tschüss, dein Oliver Arnie.